Leute, ihr glaubt nicht, was hier auf dem Tisch steht. Das ist nicht ein fetter Gaming-PC, wie wir ihn sonst rumstehen haben, sondern eine Kaffeemaschine. Der eine oder andere von euch hat diesen PC vielleicht schon gesehen, den verlosen wir nämlich gerade. Das ist der Zotac Mac 1 mit fetter Hardwareausstattung, also GeForce GTX 1070 Ti, Core i7, jede Menge Speicher, eine schnelle SSD. Wer noch nicht mitgemacht hat, schaut euch das Video an, das wir jetzt gerade in der Infocard einblenden, oder ihr guckt später in die Videobeschreibung, da ist das Gewinnspiel verlinkt. Aber hier jetzt speziell bei diesem Unikat des Zotac Mac 1, da steckt keine fette Gaming-Hardware drin, sondern nur ein kleiner Mini-PC, weil wir brauchen den Platz für eine vollautomatische Kaffeemaschine. Ja, und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie diese Kaffeemaschine funktioniert. Eingebaut hat sie übrigens der Ali Abbas, einer der bekanntesten Modder, die es so gibt. Wir haben ja auch ein paar Videos zum Modding gemacht, da ist er auch immer dabei. Ja, es ist wie bei George Clooney, ihr schnappt euch eine Kapsel, die kommt dann hier rein. Dann drückt ihr hier durch. Vorher müsst ihr natürlich über die umfunktionierte Wasserkühlung Wasser einfüllen. Ja, und jetzt habt ihr die Auswahl. Vielleicht stelle ich vorher noch einen Becher rein. Hier unten kommt der Becher rein. Ihr habt die Auswahl zwischen einem großen Espresso und einem kleinen. Ja, und jetzt kommt hier unser Espresso raus. Und währenddessen können wir natürlich mit dem Mini-PC zocken. Ich finde das eine coole Idee, das ist super integriert worden vom Ali. Ihr könnt diese Kaffeemaschine übrigens auch mal live in Aktion bewundern. Die wird am Zotac-Stand sein auf der CeBIT 2018. Und ich vermute auch, wenn Zotac das Ding mitnimmt zur Gamescom, dann werden wir da auch nochmal vorbeischauen. So, das duftet schon ganz toll nach Kaffee. Und, na, füllen wir nicht zu viel rein. Ja, oh, da langt der Becher ja gerade, du. Das ist ja perfekt hier. Jetzt habe ich hier einen großen Espresso. Oh, und der duftet oh, köstlich. Also tolle Idee. Wäre vielleicht auch was für die Höllenmaschine X. Wir könnten eine Kaffeemaschine einbauen oder vielleicht sogar irgendwie so ein Kühlaggregat, um unsere Energy Drinks, ich nenne das ja immer Plörre, reinzustellen, damit die schön kühl ist. Wir können ja mal den Ali Abbas fragen, was haltet ihr von der Idee? Mal einen coolen Mod noch mit einbauen in die HMX? Könnten wir vielleicht machen. Schreibt es einfach in die Kommentare und nicht vergessen, diesen PC mit Gaming-Hardware verlosen wir noch bis zum 24.05. Wer noch nicht mitgemacht hat, schaut in die Videobeschreibung rein. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video.